Bei diesem verlassenen Anwesen könnte man meinen, es sei seit Jahrzehnten unbewohnt. Doch unsere Annahme erweist sich als Irrtum. Es scheint, als ob seit den 1990er Jahren hier die Zeit stillgestanden hat. Die letzten Bewohner sind scheinbar überstürzt verschwunden. Und das Kuriose, die Türen wurden von innen verbarrikadiert. Doch eine noch unruhigendere Entdeckung erwartet uns im Erdgeschoss. Folge uns auf dieser außergewöhnlichen Erkundungstour durch einen Lost Place, die für uns alles andere als einfach beginnt. So, wir sind gerade auf der Suche nach dem Eingang. Naja, einen Eingang haben wir ja schon gefunden. Und das wäre da oben durchs Fenster. Wahrscheinlich gibt es irgendwo da vorne noch einen ganz einfachen Eingang, den wir jetzt gerade wieder nicht sehen. Ja, aber es hat die Frage, ne, ob wir jetzt vorne rumlaufen und Gefahr laufen, dann gesehen zu werden, oder ob wir jetzt hier direkt reingehen. Wobei ich glaube nicht, dass wir da so einfach hochkommen werden. Hier sieht man auf jeden Fall, dass hier Teil vom Gebäude eingestürzt ist. Oder Anja, wir gehen hier weiter. Guck mal, hier ist auch noch eine Tür, die man jetzt laufen kann. Ich habe ja gerade gesagt. Boah, das ist aber echt richtig gefährlich hier. Ey. Ich habe ja gerade gesagt, dass du da vorne dann bist, im Vorgarten. Also, was meinst du jetzt, hier rein oder? Halt mal kurz fest. Mal gucken, ob weitergeht. Ja, ich muss gucken. Oh, das kannst du schon. Oh, stinkt das hier. Geh mal her. Ja, hier geht's auf jeden Fall rein. Bist du direkt in der Küche. Doch erst mal gucken. Nö. Also ich komme hier gut hoch. Ja? Du bestimmt auch. Also hier drauf und dann da drauf. Okay. Willst du zuerst? Nee, geh du zuerst. Nee. Sorry, dann kann ich dir noch helfen, wenn irgendwas ist. Ja, okay. Willst du nicht den Rucksack abnehmen? Oh Gott, das hast du gesagt, da kommt man leicht drauf? Nein, habe ich nicht gesagt. Glaube ich zumindest. Scheiße. Oh, gib mir mal das Licht, das ist so unheimlich. Habe ich doch gerade gesagt. So Leute, bevor wir unsere Erkundung weiter fortführen, möchten wir euch noch unseren heutigen Sponsor Avea vorstellen. Genau, Avea hat es sich zur Aufgabe gemacht, uns allen bei einem gesünderen und längerem Leben zu verhelfen. Avea entwickelt Nahrungsergänzungsmittel, die den Alterungsprozess nicht nur aufhalten, sondern uns dabei helfen, fit und aktiv zu bleiben. Und was ist die magische Lösung? Die Supplements von Avea. Wissenschaftlich entwickelt, damit wir gesund altern können, ganz nach unseren Vorstellungen. Besonders im Blick haben wir heute das Vitality Bundle von Avea. Zwei Gläser mit je 30 Kapseln, die zusammenarbeiten, um eure NAD-Plus-Werte zu steigern und Alterszeichen zu verlangsamen. Avea hat für jede Phase im Leben ein Produkt parat. Und das Beste ist, die Produkte lassen sich super leicht im Alltag integrieren. Das Vitality Bundle enthält eine Kapsel mit 250 mg Oteva, NAD Plus Vorstufe und eine Boosterkapsel mit 400 mg aktiven Inhaltsstoffen, einschließlich Resveratrol und Ubiquinol, um nur einige zu nennen. So, und jetzt kommen wir zu dem spannenden Teil, auf den ihr sicherlich schon gewartet habt, denn ihr könnt Avea einfach mal selber testen. Mit 15% Rabatt und einer 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie könnt ihr ganz risikofrei testen, was Avea so zu bieten hat. Ihr werdet nicht nur eine Verbesserung eurer physischen und mentalen Gesundheit feststellen, sondern auch eure Zellen beim gesunden Altern unterstützen. Und um das Ganze noch besser zu verstehen, NAD Plus kann man sich vorstellen wie den Dirigenten eines Orchesters. In einem Orchester sorgt der Dirigent dafür, dass alle Instrumente zur richtigen Zeit und im richtigen Tempo spielen, um eine harmonische Symphonie zu erzeugen. Ähnlich sorgt NAD Plus in unseren Zellen dafür, dass alle biochemischen Reaktionen gut abgestimmt und effizient ablaufen, damit die Zelle Energie produzieren und ihre Funktion optimal ausführen kann. Ohne den Dirigenten NAD Plus würde das Orchester, die Zelle, nicht imstande sein, die Musik, also die Energie, richtig zu spielen, was zu Disharmonie und Fehlfunktionen führen könnte. Alles, was ihr tun müsst, ist den Link unter dem Video abzuchecken. Gönnt euch in eurem Körper das Beste von Avea und entdeckt euer neues Lieblingssupplement. Mit Avea könnt ihr euch auf eine verbesserte körperliche und geistige Leistungsfähigkeit freuen, unterstützt durch fundierte, wissenschaftliche Inhaltsstoffe. So Leute, und jetzt geht's weiter mit dem Video. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Avea für die Unterstützung dieses Videos. Schaut gerne mal unten in die Infobox rein, da ist der Link zu Avea und viel Spaß damit. Meine Fresse. Das ist eine Scheiße. So, Leute, wir sind auf jeden Fall jetzt drin. Stehen noch in der Küche. Und ich habe gerade einen Kalender gesehen, da an der Wand von 2022. Hä? Ja. Okay. Nicht, dass noch hier jemand wohnt.
Warte mal, mach ein Licht weg. War das Licht gerade auch schon da? Hier vorne? Keine Ahnung. Da ist ein Fenster offen. Okay. Also 2022, okay, das schockt mich gerade so ein bisschen, aber man muss auch dazu sagen, dass wir gerade ein Haus gesehen haben, an dem wir vorbeigefahren sind und ich hätte meine Hand dafür ins Feuer legen können, dass dieses Haus verlassen ist und es brannte einfach unten Licht. Das war in einem schlechteren Zustand als das Ganze hier, von außen zumindest. Hier ist direkt so ein Tonaufnahmegerät, ne? Ein Tonabspieler oder irgendwas der Marke Tesla, auch witzig, ne? Heutzutage E-Autos und hier ist so ein Tonaufzeichnungsgerät. Und hier sieht man halt die Küche. Das kann ich aber auch nicht glauben, dass hier noch vor einem Jahr was gekocht wurde. So wie das hier aussieht, oder? Im Leben nicht. Heftig, ey. Das ist so richtig, richtig alt alles. Menschenskinder, ne? Hier wurde definitiv schon sehr lange nicht mehr renoviert. Wenn man sich das mal alles anschaut. Oben in der Ecke eine Kunstpflanze. Hier in den Schränken auf jeden Fall noch alles da. Die kleinen Eierbecher. Boah. Wow, krass. Hier ist direkt der Fels. Also wenn du aus dem Fenster geguckt hast, hast du einfach vor den Fels geguckt. Guck dir das mal an. Offenbar wurden hier so Trucks gesammelt. Ja, alle noch original eingepackt. Hinter dir noch mehr. Das sind so Werbetrucks, ne? Und über dir, also über der Tür. Jede Menge Trucks. Und hier jede Menge ausgepackte Trucks. Alles so, ja, von den ganzen Firmen, ne? Die hatten da halt ihre eigenen Trucks angeboten. Vielleicht waren das so Werbegeschenke gewesen. Tja. Aber viel mit Bier auch, ne? Ja. Sehr verwinkelt, ne? Guck mal, hier ist eine Tür, die ging nach draußen. Hier war auch eine Tür. Wahrscheinlich ging das hier in den gruseligen Keller. Nee. Gruseligen Dachboden. Ja, aber sehr gruselig. Bist du sicher, dass es da nach draußen ging? Musste, oder? Ne, sieht echt danach aus. Sieht aus wie so eine Abstellkammer oder so. Oh. Siehst du, dass es zugeschraubt wurde? Ja. Wer macht denn sowas? Und das wird auch hier zugestellt. Guck mal. Hier wird einfach was vorgestellt. Gruselig. Sehr gruselig, ja. Guck mal, hier stehen auch wieder irgendwelche Sammlerstücke. Ja, viel Nippes gesammelt worden, ne? Mhm. Und da oben auch wieder sämtliche Trucks, die eingepackt sind. Wahnsinn, ey. Das ist ein richtiges 90er-Wohnzimmer, meiner Meinung nach. Boah, das stinkt hier drin, ne? Das riecht hier nach Rauch oder so, ne, oder? Das riecht kalten, nassen Rauch, findest du nicht? Nach allem. Nach Muff. Nach Rauch, nach... Aber das ist doch so ein typisches 90er-Wohnzimmer, oder? Sag doch jetzt mal ehrlich. Ja. Das auf jeden Fall von der Einrichtung her. Guck mal hier, die Möbel. Dann diese Deckenverkleidung da oben. Dann diese ganze Schrankwand da vorne. Hier stehen noch CDs im Regal. Und natürlich dieser Kacheltisch, der darf natürlich nicht fehlen. Ja, und offenbar wurde das Ganze zur Weihnachtszeit verlassen. Hinter uns, beziehungsweise hinter dir, ist nämlich noch die Weihnachtsdeko zu sehen. Also schon ein bisschen, ja, komisch hier, ne? Ja. Ja, sieht schon sehr, sehr heruntergekommen aus, ne? Also auch wenn das jetzt wirklich stimmen sollte, dass vor einem Jahr hier noch wirklich jemand gelebt hat, ne? Hier hängt übrigens noch ein Kalender, ne? Der ist auch von 2022. Okay. Also ich hatte ja schon fast die Vermutung, dass irgendwer einfach einen Kalender mitgebracht hat, der da hingehangen hat. Mhm. So als aus Joke, sag ich jetzt mal, als Joke. Weißt du, ist aber scheinbar nicht der Fall. Das ist echt krass, Leute. Wirklich, wenn vor einem Jahr hier noch jemand gelebt hat. Ich denke mal, ordentlicher war es wahrscheinlich gewesen. Aber trotzdem wird sich ja nicht wirklich viel, ja, drumherum getan haben, ne? Also. Nee. Also von der Einrichtung wird es immer noch so gewesen, ne, wie es jetzt hier ist. Ist ja klar. Hier sieht man auch, dass wirklich alles noch da ist hier. Auf jeden Fall alles so ein bisschen durchwühlt worden. Höchstwahrscheinlich haben irgendwelche Leute gedacht, man könnte hier vielleicht noch den einen oder anderen Luxus finden oder Geld finden. Komm. Aber sonst ist hier alles da. Die CD-Sammlung, da waren die Idioten nicht dran gewesen, weil, naja, CDs sind ja eh out. Hier oben sieht man noch
Erinnerungsbilder von zwei Hunden. Das sieht so ein bisschen aus wie so eine Spardose. Und das wundert mich, dass da niemand dran war. Das ist irgendwas, wo Batterien offenbar reinkommen. Ah, okay. Ich hätte schon gedacht, es wären irgendwie Spardosen oder so. Also würde ich mal vermuten. Ne? Guck irgendwie ein bisschen witzig. Guck mal hier unten. Ja, es bewegt sich dann hier. So macht sie so. La, 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 la. Ja, schon witzig. Yeah, yeah, yeah. Hier im Boden sieht man auch Schubladen rausgeholt worden. Hier sind schon Sachen zerschmissen worden von irgendwelchen Idioten. Und auch hier der Sessel einfach in die Ecke geschmissen worden. Hier mittendrin ist einfach so eine Bauwanne mit sehr ekligem Wasser. Ich weiß nicht. Ah, Leute, okay. Das ergibt Sinn. Oben ist ein Feuchtigkeitsschaden, man sieht es auch richtig. Und dementsprechend stand hier dann diese Wanne. Also muss der ja auch so schon gelebt haben, Anja, ne? Der oder diejenige. Hier auf der Couch gesessen, ja. Die Bauwanne da und dann wird das schön vollgetropft haben. Ne? Ja, das denke ich auch. Oh, ja. Krass, ey. Das ist echt krass. So ein Bauschaden oder so ein Feuchtigkeitsschaden kommt ja auch nicht von jetzt auf gleich. Es sei denn, du hast natürlich einen Wasserschaden oder so. Ja, ne? Ja. Was ich jetzt mal nicht vermute. Ich denke mal, das wird einfach alles undicht sein hier und dann wird da Wasser durchgetropft sein und das schon vor einigen Jahren wahrscheinlich. Ja, ist schon heftig, ne? Müssen wir auch aufpassen oben, weil die Decke, die wölbt sich schon erstaunlicherweise. Also müssen wir mal gucken, ob wir da überhaupt hochgehen können. Mhm. Na, guck mal hier. Hier ist so ein Porzellanhund gewesen oder so. Das könnte vielleicht eine Spardose gewesen sein. Nee, ich glaube nicht. Guck mal, das ist so eine Rundung. Also das gehört ja hier zu dem Hund. Vielleicht konntest du da einfach irgendwas reinlegen oder reinstellen. Ja, oder so ein Aschenbecher, ne, sehe ich jetzt gerade. Könnte es ja auch gewesen sein. Ja. Ne? Ja. Ja gut, ich würde mal sagen, wir gucken mal weiter. Küche und Wohnzimmer haben wir schon gesehen. Schauen wir mal, was hier unten noch für Räume sind. Guck mal, es ist echt ein bisschen so, als ob hier, weiß nicht, jemand das Haus verlassen hat und einfach nicht mehr wiedergekommen ist, ne? Die ganzen Sachen, die ganzen Taschen hängen da noch. Da vorne lagen gerade noch Portemonnaies. Ist echt seltsam, ne? Hier liegt auch noch der Internetrouter. Die Schuhe stehen auch noch hier. Und Schlüssel da. Da ist nur ein Anhänger. Das wirkt alles wirklich so, als wenn der oder diejenige von heute auf morgen einfach nicht mehr nach Hause gekommen ist, ne? Schaut euch mal hier diese alten Türen an. Richtig alte Türen hier mit noch so einem ganz alten Schlüssel. Und hier die Tür mit einer Gardine. Und da geht's nach unten. Freistaat Bayern. Ui, hier riecht's ganz, ganz schrecklich nach Öl. Vermutlich hatten die hier unten einen Öltank gehabt oder so. Hier auf jeden Fall noch mehr LKWs, die gesammelt wurden. Und mit Musik und guter Laune. So ein altes Plakat, offensichtlich. Ja, hier war auf jeden Fall das Schlafzimmer. Und das sieht auch nicht wirklich viel besser aus als der Rest von der Wohnung, ne? Aber kannst du glauben, dass wirklich vor einem Jahr noch hier jemand geschlafen hat? In diesem Bett? Ja, kann ich. Heftig. Also ich will es nicht glauben, aber ich kann es mir vorstellen. Das Problem ist einfach, dass ich denke, dass hier einfach eine sehr, sehr alte Dame gelebt hat. Oder ein sehr, sehr alter Herr oder Ehepaar, wie auch immer, ne? Und die vielleicht auch gar nicht mehr in der Lage waren, was neu zu machen oder vielleicht auch gar nicht wollten. Vielleicht waren sie so zufrieden, wie es war. Guck mal hier. Okay, mit einem Revolver. Ja, vielleicht hatte die Person sich eine Schreckschusswaffe geholt gehabt. Vielleicht hat die Person ja auch zuletzt hier alleine gelebt. Gut möglich, ja. Gut möglich. Und hat sich dementsprechend dann eine Schreckschusswaffe geholt, um sich ein bisschen sicherer zu fühlen. Sicher ist sicher, ne? Ja. Hier sieht man auf jeden Fall einen Rasierer und daneben noch so einen alten Pinsel, um sich den Rasierschaum einzureiben. Das ist natürlich ein richtig gutes Indiz für älteres Ehepaar, weil ich glaube heutzutage die Männer, die benutzen so einen Rasierpinsel eigentlich gar nicht mehr. Ne? Das Rasierer einfach, ne? Ja, genau. Oder einfach die Hände. Aber hier ist wirklich jede Menge Kitsch auch, ne? Also Plüschtiere, viel Deko, Krimskrams, was hier überall irgendwie so rumsteht. Ne? Guck mal hier auch. Diese Uhr, die hier steht, womöglich haben sich die Fische da unten noch bewegt und war alles beleuchtet, könnte ich mir gut vorstellen. Ja. Hier ist ja auch so ein Stecker dran. Hier auch so ein Ding, auch Deko. Wie so eine Lavalampe, ne? Ja, wie eine Lavalampe. Schaut mal, hier ist noch ein richtig alter Hut. Der sieht echt ein bisschen spooky aus, finde ich. Man könnte auch meinen, wir wären in Belgien, ne? Ja.
Aber ich frage mich gerade, was das hier für ein Raum war. Also ich glaube, das war eigentlich so für alles genutzt. Also hier steht ein Kühlschrank und ein Gefrierschrank. Dann steht hier ein Wäscheständer, wo die Wäsche auch noch aufgehangen ist. Der wurde einfach jetzt in die Ecke geschmissen. Ich glaube, hier war vielleicht mal ein Gästezimmer gewesen, was dann aber so ein bisschen auch als Abstellraum, Lager genutzt wurde, würde ich mal vermuten. Denke ich mal auch. Guck mal, da hängt ein Kalender von 1996. Die vertauschte 1986 ist der Kalender. 1986, die vertauschte Königin DDR. DDR, krass. Das ist heftig. Und so sieht's ja. Und genau so sieht's ja hier auch aus, ne? Ja. Wie in der DDR. Also zumindest stelle ich mir das so vor. Guck mal da. Ach jo. Da ist noch ein weiterer. Das sind so Kalenderblätter, die abgetragen wurden. Ja, das ist von September, Oktober 86. Und da ist Januar, Februar. Und guck mal da hinten in der Ecke. Da ist November und Dezember da hinten. Also ging es wahrscheinlich hier einmal im Kreis herum. Und hat dann da aufgehört oder so. Ist wahrscheinlich, ne? Oder da angefangen und hier aufgehört wahrscheinlich eher, ne? Mhm. Macht ja mehr Sinn. Hier sieht man die Prinzessin mit der Eselshaut UdSSR. Also dementsprechend natürlich, ne, heutige, ich sag mal so Russland dazu. Und früher UdSSR 86, ey. Das ist ja schon alles irgendwie ein bisschen seltsam, ne? Hier sind so Einmachgläser, also beziehungsweise so Gurken und Rotwurst. Aber es ist alles so verschieden abgelaufen. Das eine ist schon 2019 abgelaufen, das andere erst 2023. Also keine Ahnung, ey, was hier so vor sich ging. Ich finde es auch ein bisschen eigenartig, dass die Gläser in einem Kühlschrank lagert. Ne? Mhm. Solange die ja noch verschlossen sind, muss man die ja nicht kühl lagern. Nee, ne? Also eigentlich nicht so im Kühlschrank. So, dann gehen wir mal in den Öltank rein. Zumindest riecht es hier ja so. Was? Das ist irgendwie gruselig hier. Komisch. Boah, Anja, ey. Richtig unheimlich. Was guck mal, das ist die Eingangstür hier gewesen, wo du gerade stehst, ne? Ja, hätte ich jetzt überhaupt nicht mitgerechnet, ne? Mhm. Richtig, richtig unheimlich. Nee. Das ist nicht unheimlich. Das, was da hinten ist, ist unheimlich. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Was ist denn das hier für ein Verlies? Ach Gott. Das ist ein richtig alter Keller. Boah, gruselig an hier. Das ist doch kein normaler Keller, oder? Ich weiß nicht, was das ist. Keine Ahnung. Das waren irgendwie Holz-Sachen, die hier zerfallen sind. Ich weiß es nicht. Sehr unheimlich. Aber so eine komische Stahltür davor mit so Herzchen. Mit Herzchen oben drin. Also ausgeschnitten. Also, weiß ich nicht. Ich finde ich ein bisschen komisch. Sehr, sehr eigenartig, ne? Ja. Sehr, sehr eigenartig. Hier sind auch wieder jede Menge LKWs, die gesammelt wurden. Vielleicht war derjenige auch Fernfahrer gewesen, dass der deswegen einfach hier dieses Interesse an LKW und Zugmaschinen hatte, ich weiß es nicht. Also was mir echt richtig krass aufgefallen ist, ist, dass wir eigentlich gar keine Angst haben müssen, dass hier irgendwer reinkommt. Es sind einfach alle Türen, die hier sind, die irgendwie nach draußen führen, sind zugenagelt worden. Was ist, warum? Aber von was innen, was ist das? Ne? Ja, ja, von innen. Gruselig, ne? Ja. Wie ist denn derjenige rausgekommen? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Hier ist ja auch alles verrammelt. Es ist einfach alles verrammelt. Jede einzelne Tür, die hier ist, die irgendwie nach draußen führt, sei es die Tür da oben, die andere Tür da hinten, sind alle zugenagelt worden. Und dann noch so eine Klebemasse, wie so Sikaflex oder sowas da drüber geklebt. Dass man das gar nicht lösen kann. Ja. Als wenn ja einer eingesperrt worden wäre. Richtig, ja. Und an das erinnert mich diese Tür da auch. An sowas. Hier war offenbar die Werkstatt gewesen, wie man sieht. Boah, alles unheimlich an hier. Also hier kommt man auch nicht weiter. Die Tür ist ja zu. Guckt euch mal hier das Fenster an, wie unheimlich das aussieht. Und dort drüben geht's auch nicht weiter. Ja, da hinten ist so ein Vorratsschrank offenbar. Dann ab nach oben. Mhm. Oh
Boah, es ist gruselig. Komm mal hoch, Sabrina. Ich glaub's dir nicht. Krass. Ach Gottchen. Ach du Schande. Vom wegen normaler Dachboden hier? Ach du Scheiße. Guckt euch das mal hier an. Aus welchem Jahrhundert ist das denn? Der Weihnachtsbaum. Hier ein alter Ofen. Und hier sieht man definitiv den Wasserschaden. Heftig, Anja, heftig. Also das ist definitiv älter als 90er. Ja, das hier oben ist älter. Krass. Vielleicht so ein Zwei-Generationen-Haus gewesen, ne? Keine Ahnung. Guck mal hier den Wasserhahn. Ach du Scheiße. Wie das aussieht. Da noch so ein Rasierapparat da drin. Ja, so einen ganz alten Rasierer. Auch hier die Fenster, Leute, wie das aussieht. Richtig, richtig unheimlich, ja, oder? Hätte ich im Leben nicht mitgerechnet mit sowas hier. Echt nicht. Ich auch nicht. Hier oben sieht man auch. Und da drüben auch alles. Guck mal hier. Alles feucht. Pass bloß auf, wo du hinläufst, aber ehrlich. Ja, hier ist einfach alles schon rausgekommen. Siehst du das hier? Das ist eigentlich so ein Dachfenster und hier alles entsprechend schon weg. Trockenkammer. Oh, hier war mal der Wäscheraum gewesen, offenbar. Aber hier tropft es auch überall. Wie eine Tropfsteinhöhle. Also ich denke, das Ganze wird einfach nur noch in sich zusammenfallen. Mehr wird hier nicht passieren. Nee, richtig unheimlich. Ja. Wenn du das hier anguckst, du kannst hier überall aus jedem Loch kannst du hier rausgucken. Ja. Heftig, ja. So, Leute, da drüben, da gehen wir jetzt auf jeden Fall nicht hin. Da ist nämlich der ganze Boden, der ist nämlich schon so schräg. Und hier ist so viel Feuchtigkeit drin, also das Risiko gehen wir definitiv nicht ein. Wir werden jetzt auf jeden Fall rausgehen. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und schaut euch jetzt dieses Video an. Da haben wir nämlich auch ein verlassenes Haus entdeckt, was nämlich noch komplett eingerichtet war. Also schaut gerne mal rein. Ja, und dann sehen wir uns bald wieder und bis dahin, ciao. Ciao, ciao.